Wir sind Luise und Jule. Wir kommen von der Evangelischen Schule St. Marien in Neubrandenburg. Wir sind 11. Klasse und beide 16 Jahre alt. Wir hatten ein Projekt von der Schule aus und dabei ging es darum, es war eben ein Schnupperstudium oder auch Hochschulpraktikum genannt. Und dabei geht es darum, dass wir uns eine Uni unserer Wahl ausgesucht haben und da dann einen bestimmten Studiengang gewählt haben. Wir in unserem Fall haben Humanbiologie gewählt. Und wir saßen dann in bestimmten Vorlesungen, die wir uns auch aussuchen konnten. Und da haben wir dann ihm zugehört, mitgeschrieben und sollten eben auch eine Mitschrift, eine strukturierte Mitschrift einer Vorlesung anfertigen. Also wir haben jetzt eine Vorlesung für Mikrobiologie und genau da gehen wir jetzt hin. Es ist sehr schön hier und man kommt auch mit Fahrrad wirklich überall gut hin. Deswegen haben wir unsere ja auch mitgenommen. Und der erste Tag war halt so ein bisschen komisch, aber danach hat man sich total schnell eingewöhnt und man fühlt sich hier gleich richtig wohl. Und da hatten wir halt auch gleich so das Gefühl, dass das wirklich was ist. Ich glaube, ich kann da relativ für uns beide sprechen. Wir haben uns, glaube ich, etwas strenger vorgestellt, diesen Uni-Alltag oder diesen Studienalltag als sonst, weil man hat ja mal ein Bild im Kopf, wie das denn so ist. Also ich würde dieses Praktikum auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist einfach eine super tolle Möglichkeit, indem man sich einfach die Studienfächer anguckt und eben auch vielleicht schon weiß, in welche Richtung es dann später gehen kann. Und jetzt auch diese Woche hat uns halt wirklich die Möglichkeit gegeben, für uns zu sehen, ob wir diesen Weg später gehen wollen oder nicht. Und ich glaube, das ist für uns beide eine Möglichkeit, die wir machen würden.